Also München war ganz schön buntrosa eigentlich. Also wir hatten bestimmt über 2 Dutzend Bars, Diskotheken, Saunen, natürlich alle nicht von außen einsehbar. Und wir hatten auch unseren Spaß, aber wir wollten endlich sichtbar und akzeptiert sein und fingen auch an, dafür zum Christopher Street Day auf die Straße zu gehen. Und was auch neu war, wir wollten unsere gemeinsamen Interessen nachgehen. Also wir haben eigene Räume angemietet, wir haben Freizeitgruppen gegründet, wir haben ein Magazin Südwind veröffentlicht, wir haben eine schwul-lesbische Kulturwoche Via Rosa gemacht, also wir waren ganz schön aktiv. Ja, neben dem großen Sterben war es natürlich auch ein politischer Kampf zwischen dem CSU-Maßnahmenkatalog, der auf Ausgrenzung und Zwang setzte, und uns mit der AIDS-Hilfe, die Aufklärung und Selbstbestimmung wollten. Und wir haben dafür demonstriert, groß demonstriert, protestiert, und wir haben den Kampf letztendlich auch gewonnen, also eine Erfolgsgeschichte.